Hallöchen und damit willkommen zurück in The Front und mit Freeze gemeinsam auf dem Insel-Server. Die Insel heißt der Server, findet ihr auch. Und dementsprechend, ja, die Links unten in der Beschreibung drin und ich mitten im Game drin. Wir nehmen das Ganze derzeit im Just-Play-Format auf, weil ich abends unterwegs bin. Das ist ein bisschen besonders. Normalerweise findet ihr mich auf twitch.tv/traune von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Nicht nur mit The Front, sondern auch vielen anderen Games. Und das hier wird wahrscheinlich so ein bisschen unser Winterprojekt. Und wir haben einen ziemlich coolen Server, wie am Anfang erwähnt, gefunden. PvP gewechselt. Also wenn der ein oder andere vielleicht die ein oder andere Folge übersprungen hat und sich wundert, warum spricht denn jetzt von Folge 2? Der hat doch schon 6 Folgen veröffentlicht. Yep. Wir waren ja zuerst auf einem PvE-Server, auf einem Office-Server, um das Game quasi mal kennenzulernen. Und jetzt sind wir mittendrin in der Action. Ja, so viel Action gibt es noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal so ein bisschen unser Basisfundament auf. Wir sind in eine feindliche Region gezogen. Wir haben gesagt, ein bisschen mehr Challenge im Base-Building und auch das, was drumherum spawnt. Und sind in die Wüste gegangen und werden unser ganzes Gameplay von der Wüste aus starten. Das hat zum einen den Hintergrund, dass hier noch nicht so viele auf die Idee gekommen sind, in der Wüste zu bauen. Zum anderen, ich habe ja einen Wolf Level 46, muss ein bisschen laufen. Warte mal. Tschüss. Zum anderen, dass es in der Wüste sehr viel Ölvorkommen gibt, aber an anderen Sachen nicht wirklich was fehlt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass in der Wüste vielleicht nur Öl ist und dafür hat man irgendwie mit Holz und, keine Ahnung, Wasser und weiß der Geier was, ein bisschen Probleme. Aber, ehrlich gesagt, empfinde ich das noch gar nicht so. Und wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir eine kleine Mauer zimmern, sodass wir die zwei Felsen zumachen, damit wir dann ein bisschen in Ruhe bauen können. Na? Auch nochmal ein herzliches Willkommen an den Chat, der heute schon dabei ist. Sozusagen in der zweiten Session. Und erstmal abfeiert, dass es Behind-the-Scenes-Content gibt. Ja, wir haben natürlich zwischen den zweimal Aufnahme stoppen und Aufnahme starten. Nochmal ganz kurz ein bisschen was erklärt, aber ja, lasst euch davon bitte auf YouTube nicht verwirren. So, ich mache jetzt Trick 17, bin ins Wasser gesprungen, schwimme einmal außen rum, dann glaube ich, folgt mir der Wolf einfach nicht mehr. Und ich glaube, ich werde dann ein bisschen die Missionen grinden, denn schon auf dem Office-Server empfand ich die Missions-XP plus die Ether-Charts, die man bekommt für die Mission, als sehr hilfreiches Mittel, um relativ schnell ein gewisses Base-Level zu erreichen. Freeze hat schon das erste Fundament gesetzt und hat auch schon einen Schlafsack drauf geschmissen. Und ich glaube, ich kümmere mich jetzt dann gleich mal hier vorne um den Zaun. Geht eh nur ums Kuscheln, Tani. Ah, ums Kuscheln. wenn ich die Hacke nehmen würde, ne, wäre das Ganze einfacher bei einem Baum. Agree. Wenn ich jetzt gerade noch ein, zwei offizielle Mitarbeiter oder Server-Admins mit dem Chat dabei habe, mich würde ganz gerne interessieren, habt ihr das zweifach auf alle Werte gegeben oder nur auf die XP? Denn das Farmen fühlt sich ganz normal an, was auch komplett in Ordnung ist, möchte ich nur mal gesagt haben. Ne? Also es wäre auch komplett in Ordnung. Aber ich glaube, Farmen ist so ganz normal, ne? Aber das passt auch. Also ist auch total in Ordnung. Ich meine, man kriegt schon doppelte XP. Das ist schon insane. Ja. Habe ja auch schon in den Release-Tagen erwähnt, ich bin totaler Freund davon, wenn man am Anfang einen sehr schnellen Spieleinstieg hat, gerade wenn ein Game neu auf den Markt kommt, um einfach schnell das Game kennenzulernen und relativ schnell ein bisschen Feeling für das Game bekommt. So, sehr viel M gesagt. Oh, das würde Kölschi freuen, ne? Der wird sich wieder ein Schnitzel freuen, wenn er 1000 M's von mir rausschneiden darf. Doppelholztür. Ich glaube, die Doppelholztür kann freistehen, ne? Oh, ich weiß. Wir werden es wissen in 3, 2, 1. Nee, kann sie nicht. Dazu braucht man. Fundament? Da braucht man die normale Holzwand. Aber die Holzwand kann. Warte mal, was kann denn freistehen ohne Fundament? Irgendwas konnte doch freistehen. Die auch nicht. Die große Holzwand, da war das, oder? Ich glaube, das war das Doppeltor, das glaube ich ging.
Aber ist ja auch wurscht, ich wollte sowieso ein Holzfundament bauen. Und wenn wir ein Steinfundament haben, dann möchte ich mal das Upgraden probieren. Denn offensichtlich geht das, ich wusste es nur noch nicht. So, am Gitterraster ausrichten. Hast du am Gitterraster ausgerichtet? Schon von da, ja. Da oben, das habe ich nur dabei hingestellt, dass ich es wegreißen kann nachher. Ja, aber das hier hast du nicht am Gitternetz ausgerichtet, ne? Eieiei, der Freeze wieder. Was Gitternetz? Ja, das Gitternetz ist so, schau. Siehst du? Das ist das Raster. Braucht man das? Ja, dann hast du halt alles immer am Serverraster ausgerichtet. Also im gleichen Raster wie die Umgebung. Aber alles gut. Was ist das jetzt da oben? Fundament plus Wand, ne? Ja, dann baue ich das unten genauso. Dann mache ich da unten 10 Fundamente und 10 Wände. Damit wir... damit wir hier rüber bauen können. Ich möchte ganz gern hier anlanden. Wie hoch möchte ich denn anlanden? Nicht ganz so hoch, ne? Weil da drüben ist eben. Das machst du jetzt nur dabei, ne? Ja, eh. Das nehmen wir nochmal wieder weg oder so, ne? Habe ich gedacht. Holiday, einen wunderschönen guten Tag. Und ja, vergesst nicht, wir haben aktuell Game Keys zu verlosen. Natürlich, die auf YouTube haben ein bisschen Pech. Für euch gibt es keine Game Keys. Tut mir leid. Die gab es im Livestream. Heute haben wir. Erstmal machen wir jetzt einen, dann schauen wir, wie gut der Chat drauf ist, und dann machen wir noch einen. Wahrscheinlich. Entschuldigung, Trani, dass ich unterbreche, aber du kannst. Ich bin nämlich da angefangen, dass ihr die Höhe habt, ne? Ja. Wir sind die Höhe gekommen. Ja, das passt doch, oder? Ich meine, ist doch jetzt erstmal egal. Ich mach doch einfach jetzt nur mal zu. Mhm. Damit wir quasi unsere Ruhe ein bisschen haben, ne? Mhm. So, das war jetzt so mein Hauptziel. Jetzt machen wir. Oh mein Gott! Was passiert? Oh mein Gott! Das ist ja cool. Das ist neu, oder? Oder habe ich das einfach nie ausprobiert? Ich habe gerade ein kaputtes Werkzeug versucht auszurüsten und er hat es automatisch in die Queue zum Reparieren gelegt. Ah, okay, das muss neu sein, glaube ich. Das ist ja cool. So, das machen wir nochmal weg. Das machen wir nochmal weg. Und dann machen wir nämlich hier auf der gleichen Höhe. Lass mich rein, sonst habe ich nämlich ein Problem. Halli hopp. Ach, gerade noch, dass ich so hoch springen kann. So, dann machen wir hier zu. So, und da stellen wir jetzt einfach Wände drauf. Wir rotieren eher, ne? Zack, 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 zack. X. Schade irgendwie, dass man von den Palmen keine Kokosnüsse kriegt, das wäre cool. Stimmt eigentlich. Hinten hast du eh einen Ausgang gemacht, ne? Und oben kommen wir auch raus. Ich mache jetzt einfach hier mal komplett zu, also die Seite einfach mal so. Die machen wir einfach mal zu, damit uns da jetzt einfach mal nichts stört. Du weißt ja, dass das die Richtung zur Oase ist, ne? Ja, ich mache dann einfach unten irgendwo und hier rechts kann ich, hier rechts kann man raus, da kann ich auch eine Tür hinmachen. Alles gut. Ich möchte einfach erstmal für Skillen, Werkbänke bauen und bla bla bla, so also ein bisschen die Ruhe. Ja. Und dann kriegen wir das schon hin. Farming XP, wir haben auf dem Discord-Server und der Serverdaten eine, genau. Oh, nice, ja, da schauen wir nochmal die Werte an. Ich habe nur die Regeln gelesen und so ein paar rudimentäre Sachen in eurem Discord. Aber dann schauen wir da die Regeln und so, die Attribute auch nochmal an. Und dann reißen wir halt quasi die Wand weg und bauen da eine Tür rein. Sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Zack, schau, jetzt hast du eine Tür zur Oase. Bitteschön. Danke. Ja, bitte. Er hat leicht sein können. So. Gut. Leveln. Wirst du hauptsächlich so diesen Base-Build machen? Kann ich dir noch nicht genau sagen. So, ich habe die ersten 4 Ether-Shards ausgegeben. Das hier ist alles noch kostenlos. Das hier nicht.
Basis kostenlos, kostenlos. Auch kostenlos, das nicht, das nicht. Ich entsperre mal alles, was quasi kostenlos ist in meinem Skilltree. Oh, schau mal, die sind noch kostenlos. Ja, nice. Die nicht mehr, okay. Gebäude. Die nicht mehr. Fahrzeuge haben wir noch nicht. Ausrüstung. Free for free. For free. Auch das nicht. Das nicht. Versorgung. Bla, bla, bli. Das ist nicht kostenlos. Das schon. Und Technologie. Ja, da gibt es auch einiges for free. Das ist sehr schön. So, und dann können wir auch den Wassersammler hier schon mal bauen. Da brauche ich dann... Ja, genau. Okay. Ich muss leider Gottes ein paar Sachen bauen, die wir jetzt gleich doppelt haben werden. Für die das ist XP. Egal. Das ist komplett egal. Die Reise aber dann einfach wieder weg. Und fertig. Musst du nicht. Vielleicht brauchen wir es ja später einfach zu oder in der Kiste rein. Grillfleisch grillen. Ich habe noch kein Fleisch. Ah, warte mal. Hast du Fleisch schon? Ich hab gehabt, warte mal. Hast du ein Tier zerlegt oder was? Ach scheiße, das ist schon alles verbraucht. Ja, alles gut. Basteltisch bauen. Basteltisch, Basteltisch. Das ist der hier. Klebeband herstellen. Ist das ein Basteltisch, das Klebeband? Yes. Zack und zack. Wie viel muss ich davon herstellen? 2. Ja, perfekt, wunderbar. 2. Holzwand bauen haben wir erledigt. Holzfenster bauen. Das machen wir mal eben. Titanerz, wo kommt denn das her? Titanerz, das kann ich noch nicht sagen, wo das herkommt. Holzfenster. Einfache Holztür. Lass mich raten, beides muss ich einmal setzen. Einmal Holzwand. Mit Tür. Und die Tür ausrüsten und eins Tür setzen. Und eine Holzwand bauen. Was ich übrigens noch ziemlich grenzgenial finde, dass man Wände einfach umdrehen kann, ne? Das ist so ein geiles Live-Quality-Ding, ne? Mhm. Einfach umdrehen, Alter. Wie oft musste ich in Spielen schon einfach alles wieder wegreißen und neu bauen, weil irgendwie die Tür in die falsche Richtung aufging oder die Holzwand nach innen geguckt hat oder sonst irgendwas. Weißt du, wie man Wände ändern kann? Ändern nicht. Du musst dir beim Stellen musst du aussuchen, was du haben willst. Und das Aufwerten, das wollte ich heute selber rausfinden. Da wollte ich selber noch gucken, ob das und wie das möglich ist. So, Holzkiste herstellen. Wo ist sie? Bin blind. Da. Hau ab. Da ist schon die erste Fliege wieder drin. Ausführen. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhrzeit geguckt, ne, wann ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ja, ich bin ein guter YouTuber. Ich lasse die harte Arbeit einfach meinen Cut an. Äh, 36, das heißt 22 Uhr 10 oder so. Okay. Dann kriegen wir... Ihr merkt schon, ne, wieder sehr spät am Start. Servus, weiß hier jemand, wie ich die Blueprints benutze? Yep, kann ich dir noch nicht zeigen, aber sagen. Ja, ist aber nicht schwer. Es kommt darauf an, was für ein Blueprint du hast. Angenommen, du hast einen Blueprint für einen Gegenstand, den du in der Hand craften kannst. Dann klickst du den Blueprint an und dann kommt hier ein Button, der heißt Craft oder Herstellen. Den drückst du an oder die jeweilige Taste dafür. Das gleiche gilt aber auch bei einer Werkbank. Wenn du einen Blueprint hast, der in einer Werkbank herzustellen ist, ziehst du den Blueprint hier in das Inventar hinein, klickst ihn einmal an und sagst dann herstellen. Und dann kannst du den Blueprint verwenden oder verwerten oder welches Wort dir am besten gefällt.
Haben wir schon den Blueprint? Nee, ne? Hast du einen Nee, Blueprint? leider. Nee, auch nicht. Steinmesser. Noch eins. Tierfälle sammeln. Ja, wenn wir ein bisschen bessere Dings haben. Holzkleidung. Holzkleidung. Einmal das. Dann brauchen wir Seile. Dann machen wir hier nochmal. Hier nochmal Max Seile. Okay, also 1000 ist ein bisschen übertrieben. Aber wir machen mal so 50 Seile. Das geht relativ schnell. Ich hoffe, das hat dir schon weitergeholfen. So. Das haben wir an. Das brauchen wir dann. Dann brauchen wir noch ein bisschen Klebeband. Klebeband. Ist sehr viel drinnen beim Bastel. Ah ja, ich hab auch. Dann den Kopf herstellen. Und für die Handschuhe brauchen wir noch mehr Klebeband. Aber wir haben ja genug. Das hier herstellen. Und dafür brauchen wir dann wieder Klebeband. Einfach mal 20 Stück herstellen. Oha. 20 Stück herstellen. Und auch das stellen wir ja. So. Dann einmal die Hosen anziehen. Geht übrigens mit Rechtsklick. Falls ihr das nicht wusstet, ich habe das zufällig festgestellt letztens. Geht einfach mit Rechtsklick, dann hat man das Zeug an. So, Holzzaun, Holztor bauen. Holztor. Einmal. Ja, ich mache einfach gerade ein bisschen Free XP durch die Tasks. Um dann schon ein bisschen waffentechnisch und was im Petto zu haben. Holzzaun. War Holzzaun der hier? Das war die Barrikade. Oder war Holzzaun einfach eine Wand nehmen? Ah, was sagst du? Der große war der Holzzaun. Ach so, okay. Mit dem großen Tor. Den haben wir noch nicht drin. Ah, hier, da ist er. Gut. Ja, und dann werde ich mir das erste Fleisch und die ersten Fischfallen draußen in die Oase reinkloppeln. Und hier machen wir nämlich jetzt auch ein großes Holzer einfach rein. Da komm auch da zu mir. Brauchst du noch eins, ein Holzer? Ja, da kannst du noch querstellen was. Hier, was da? Ja, zwei Holztore nebeneinander, oder was? Natürlich. Du musst ja... Ach, den Zaun? Zaun, ja. Ja, den kann ich dir... Oh, Alter. Warum snappt denn der nicht? Hast du V gedrückt? Ja, V ist aber das Raster nur. Automatisches Andocken. Geht nicht. An das Tor. Ah, doch. Ich muss weiter runter gucken, weil das Tor ist so tief. Oh, steht verkehrt rum. Kann ich den flippen? Oh, kann ich nicht flippen. Ärgerlich. Kannst du ja einreißen. Ja, mach ich. Also. Habe ich soeben gemacht, du. So. Wilde Nummer. Wilde Nummer. Ganz wilde Nummer sieht es aus hier. Gut. Damit wir uns relativ schnell in Richtung Eisenwerkzeuge. Und ich möchte mich hauptsächlich den Eisenspeer haben, damit man zumindest gegen die Tiere so ein bisschen Schaden macht.
Der Eisenspeer macht halt auch schon einen Ticken mehr Damage. Ein bisschen mehr Damage. Und die Gebäudewerkbank möchte ich relativ fix haben. Okay. Stein, Holz. Hast du schon eine gebaut? Nein. Okay, dann baue ich die nämlich. Dann baue ich die gleich mal. Chemietisch, Waffenbank würde ich als nächstes noch bauen. Ja, an und für sich bauen müssen wir sowieso immer alles, ne? Also ja, aber ich baue gleich eine, weil dann kann ich den Eisensperr und den Bombs machen. Einfach bauen. Und Eisenwerkzeuge vor allem ist umreißen. Alles, glaube ich, in der Waffenbank, soweit ich mich ganz entsinne. Umreißen können wir sowieso alles. Und ja, für die Quest brauchst du das auch. Da habe ich einen Mörser drinnen, Waffenwerkbank ist auch alles drinnen. So. Aber mein Stream ist gerade abgekackt und habe euch nicht mehr gehört. Kein Problem. Erkläre ich nochmal ganz fix. Also, wenn du einen Blueprint hast, dann ist es eigentlich nur wichtig, dass du den Blueprint in die jeweilige Werkbank oder Hand legst, je nachdem, ob das ein Blueprint ist für etwas, was du in der Hand craftest oder ob das ein Blueprint ist, den du in deiner Werkbank craftest. Also mal angenommen, du hast einen Blueprint für eine bessere Steinaxt, dann liegt die hier in deiner Hand, in deinem Stash, in deinem Inventar. Du klickst den Blueprint einmal ganz normal mit Linksklick an und hier hast du dann einen Button, der nennt sich Herstellen. Das gleiche gilt dann für die Werkbank. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Blueprint hättest für bessere Bleikugeln oder eine bessere Pistole, dann muss der Blueprint hier drüben liegen. Du klickst ihn einmal an und bekommst hier dann einen Button für Herstellen. Dann siehst du auch, wie viel Materialien du brauchst und kannst das Ganze dementsprechend dann herstellen. Also ich hoffe, das hat soweit geholfen. Einmal, zweimal. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. So, Steinfundament. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Jetzt bin ich doch mal gespannt, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Pam, pam, pam. Und wir machen noch mal ein bisschen mehr Seile. Brauchen wir jetzt eh die ganze Zeit. So. Du meintest, du hättest irgendwo was gelesen zumindest, ne? Genau, genau. An und für sich muss das anwählen, ne? Ja. Die Leiste. Mit X draufstellen. Mit X draufstellen. Oder drüber stellen. Ah ja, Tatsache. Ah ja, Tatsache. So, ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage von Becker beantwortet. Die meinte, wie kann ich Wände ändern? Also wenn es um Upgrading ging bei Becker, bei der Frage, dann ist quasi genau das die Antwort. Das heißt, es müsste ja mit einer Wand dann genauso funktionieren. Also wir erstellen hier mal eine Steinwand. Zack, und dann machen wir hier, jetzt machen wir gleich die Probe aufs Exempel und machen die Doppelprobe. Und zwar, wir ersetzen die Tür und schauen, ob das geht. Geil, das ist ja geil. Das heißt, die Holztür bleibt drin, aber die Wand ist Stein. Danke, das ist wirklich sexy. Das ist wirklich sexy. Das macht mich dezent sehr glücklich. Dezent gesprochen, sehr glücklich. Ja, wenn ich so schaue, der Platz ist sogar recht überschaubar. Ne? Ich dachte, wir haben ein bisschen mehr Platz. Aber nee, das ist ja, das also passt schon. Das soll ja mal Anfangsstation sein. Ne? Ja, also ich meine, da unten ist ja dann irgendwann eher Garage. Ne? Die Frage ist, auf welcher Höhe machen wir das Fundament am Boden? Also wenn wir auf der Höhe bleiben, wie ich jetzt bin, dann kämen wir hier drüben genau auf der gleichen Höhe an. Ja, yep. Das ist genau die gleiche Höhe wie hier. Wäre an und für sich egal, weil wir können ja eine Stufe hoch machen und oben weiter erhöhen. Ja, genau. Also ich würde das die Fundamente jetzt quasi genau auf der Höhe bis hinterziehen, bis hierher. Dann haben wir quasi eine schöne Ebene hier unten. Und hast du jetzt mit Raster gebaut unten? Das ist Raster, ja genau. Also da, wo du jetzt draufstehst, das ist jetzt perfekt genau am Server ausgerichtet. Passt. Dann machen wir das gerne von denen aus, das obere kann man nachher eh wegreißen, weißt? Ja, ich muss also aber das Fundament muss ich nochmal zerstören. Und ich glaube, ich werde direkt jetzt Holz 2x2 machen und dann später einfach gegen Beton austauschen. Das macht am meisten Sinn, oder? Gut, dann was brauchen wir für Eisenwerkzeuge? Eisenbahnen und Seile. Ja, das ist doch nice. Eisenbahnen sollten ja nicht das große Problem sein.
Ich habe schon ein bisschen Eisen auf alle Fälle. Ich stelle jetzt direkt mal 150 Seile her. Das gibt nebenbei ein bisschen XP. 1, 5, 0. Und schmeiß mal den ganzen restlichen Kladderadatsch hier rüber. So, das müssen wir mitnehmen. Weil sonst bricht er die Seile ab. Das dachte ich mir schon. So. Und dann nehmen wir noch das Essen und Trinken raus. Die Fackel lassen wir da. Das Messer nehmen wir mit. Die Schaufel nehmen wir mit. Jetzt ist 22 Uhr. Was haltest du davon? 22.30 Uhr, Anki? Kann man machen, ja. Oh, 22.30 Uhr hauen wir den ersten Key raus. Ne, gute Idee. Eine gute Zeit, weil da passt mit deinem Schnitt nämlich, ja? Ja, passt. Ja, dann würde ich sagen, ich fackel gar nicht lang rum. Wir haben herausgestellt, dass das Ersetzen von Strukturen gegen höherwertigere richtig easy und gut ist. Wir sind jetzt bei Level 19 oder 20 angekommen und das passt eigentlich ganz gut. Wir haben schon einen kleinen Plan, wie wir gleich das Fundament hier hinterzimmern. Und in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, werden wir dann einfach schon, denke ich mal, das Fundament komplett hier fertig bauen. Also ein bisschen farmen gehen, ein bisschen looten gehen und dann das Fundament hier hinterzimmern. Damit wir relativ schnell eine Ebene haben, auf der wir die ersten Werkstationen und Räume bauen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und vielleicht auch die Glocke. Ihr kennt das Ganze von YouTube. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ja, und live gibt es das Ganze, nicht zu vergessen, auf twitch.tv/drauni. Wenn ihr gerne bei der Insel vorbeigucken wollt, discord.gg/thefront.de das Ganze zu finden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.